Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde und salvete Spectatores, zu einem Community Live Battle mit mir, dem Tante Günner, auch bekannt als Günther Shadow. Und wir spielen heute Total War Arena. Ich spiele nicht alleine, ich spiele die Kynane mit Tier 5 Psyloid. Zwei Matches brauche ich noch für Tier 6. Ich hoffe, dass wir gewinnen werden. Und ich begrüße in meine Runde erstmal in alphabetischer Reihenfolge aufsteigend den Cornelius Drake. Ich grüße dich. Schönen guten Tag. Das ist eigentlich total unverschämt, weil du mich ja eingeladen hast. Eigentlich sollte dir diese Aufgabe obwalten, hier eine Begrüßungsreihenfolge festzulegen. Aber gut, okay, der Gaius Julius Caesar ist auch noch mit am Start. Ja, auch von mir herzliche Grüße, liebe Zuschauer. Und dann begrüße ich schließlich noch den Mann, der eigentlich keiner Vorstellung bedarf. Wer? Das ist der mächtige Mr. Murphy. Ich grüße dich. Hi. Also jetzt bedurfte es doch einer Vorstellung. Das ist aber kein Problem. Wir lassen uns davon nicht verdrießen. Hoffen auf viele Erfolge und auch auf dem Grabe Blumen sprießen, dass wir da die ein oder anderen Einheiten heute wegmetern können. Also so schön wie du möchte ich gerne reimen können. Ey. Ja, die sind alle geklaut, keine Sorge. Ah, okay. Auf einen glorreichen Sieg. Ich hoffe auch darauf, das wäre auf jeden Fall sehr schön, nachdem ich ja jüngst in einem Kommentar nochmal lesen musste, dass ich wohl mit Kynane besser spielen kann, mit dem Psyloi, als mit den anderen Generälen. Insofern, never change a winning team, ne? Also, hängt aber auch ganz stark davon ab, wie gut du mit den Nahkämpfern harmonierst, ne? Ja, das ist wohl richtig. Wir haben noch den Corny mit Tier 4. Was spielt denn der Gaius? Ich sehe das hier noch gar nicht im Gruppenmenü. Tier 5 mit Germanicus und den Principes. Ah, und der Merb, was spielt der? Ich spiele Arminius mit den OP-Barbaren-Kavalleristen. Oh, das ist ja richtig Premium hier. Oder? Also mit denen habe ich nochmal, also jetzt werde ich garantiert failen, weil ich das sage, und mit denen habe ich bis jetzt immer so meine besten Erfahrungen gemacht. Ja. Jetzt okay. Haben wir hohe Erwartungen. Ja, failt bestimmt. Jetzt kommt bestimmt eine Stadtmap oder Hadrianswahl, wo ich nichts machen kann. Ich möchte, dass du jetzt einfach mal in diesem Match mindestens 3 Spieler ausschaltest und das Lager allein einnimmst. Alleine deswegen. Mit Kaff, hallo! Wir haben einen Leonidas dabei, die Chancen sind groß, dass... Ach, oh, der Rubikon. Ich wollte sagen, dass der Teutoburger Wald kommt, aber Rubikon ist ja für mich eigentlich prädestiniert. Ja, Alia Jagta ist. Ich kann mal einen First-Shot machen, gleich in den ersten 9 Sekunden, ne? Ja, das wäre doch. Ja, ich muss mich an deine 9-Sekunden-Regelung halten, ne? Hoffentlich schaffen wir es noch ein bisschen. Ja. Also, ich habe es auch nie wieder gesehen. Mir ist es ein einziges Mal in der Close Beta aufgefallen, dass es jemand geschafft hat in 9 Sekunden. Ja. Man muss halt. Vielleicht wäre sogar der Milfi Tiades da ein bisschen besser, ne? Der kann ja da nochmal ein bisschen schneller vorrushen. So, aber gucken wir mal. Die Kynane kriegt das bestimmt heute auch hin. Gut, wo wollen wir hinlaufen? Ich würde auf die Mitte gehen. Ich würde sagen, wir sind ja eigentlich prädestiniert, so in dieser Center-Position zu spielen. Einerseits die Base zu deffen und über den Rubikon drüber zu bolzen und alles wegzumörpen, was dann da so über den Rubikon drüber gestiefelt kommt, oder? Wir können auch einfach einen YOLO-Midrush versuchen. Also das lass mal gucken, wie viel Arti da am Start ist. Ich sehe schon, wir haben Architekt hier auf unserer Seite, Tier 6. Könnte natürlich auch noch auf der Gegenseite kommen, ne? Also ich halte mich mal an euch, ne? Normalerweise würde ich jetzt, wenn ich Solo spielen würde, auf eine Flanke gehen, aber ich kann mal versuchen, mich so ein bisschen zentral zu halten. Habe ich noch nie gemacht mit Kaff hier, muss ich ganz ehrlich sagen. Das Tolle ist, man kann mit der Kaff ja, wenn die du spielst mit dem Arminius, kann ja so schön Fernkampfattacken leechen, ne? Damit, indem man sich so schön schnell in der horizontalen, also jetzt nicht so, ne, also nicht so in der horizontalen, sondern hier auf der Map, ne? In der horizontalen bewegt, ne? Gefühlt de facto ist es so, dass der Arminius mit seiner Kavallerie schneller reitet, als die Pfeile fliegen. Also. Ja, ne? Das habe ich letztens auch in einer Battle gesehen auf Thermopylen oder so. Da war tatsächlich ein Arminius-Spieler, der hat eigentlich nichts anderes gemacht, als im Center rumzureiten und die ganzen Bogenschützen-Attacken auf sich zu ziehen, wenn die Infanterie dann unten alles wegmoschen konnte. Das war schon cool. Leider kriegst du keine Punkte für dieses Dodgen. Ja, das ist voll ja, aber das ist eine sehr wichtige Aufgabe. Ich gehe auf die 4, warte. Ah, 6 ist okay, 6 ist okay. Ja, 4 ist dann auch. Ja, okay. Dann lass mich doch einer auf die 4, dann auch vielleicht. Also mein Plan wäre dann, ich rücke dann hier so vor. Lässt mich der Cäsar doch noch auf die 4? Warte. Danke. So. Hoffentlich finden wir einen findigen Gegner, der mir jetzt im Schatten der Pfeile mir schön auf die Schilde schießt, um ein bisschen Punkte zu farmen. Ja, das wäre super. Am besten
tatsächlich auch mit irgendeiner Fernkampfeinheit, die nicht so viel Damage macht. Ne? Da weine ich dann wieder. Ja. Weil ich dann wieder sehe quasi, dass mir dieses Glück nicht hold ist, dass das jemand tut. Okay, wir haben Zielleute hier. So, wie lange war das jetzt, Merp? ein bisschen mehr, aber es war schon gut. War schon sehr gut. Ah, rechte Flanke, könnten die Hunde gleich kommen. Da kommt die Kraft zu mir, da kommt die Kraft zu mir. Ja. Attention. Attention, ja. S'il vous plaît. Ziemlich zurück Richtung Center. Ja, mach mal hier Kampf im Schatten oder sowas. Ich schieße den Kilo Menschen weg und dann kannst du gleich ein bisschen vorrücken. Oh, Möp, da kommt die Kraft zu dir. Naja, ich hab da schon ordentlich Aufmerksamkeit auf mich gezogen. Bonnie, rück mal ein Stückchen vor. Jo. Der kann dir nicht viel eigentlich. Aber das ist ein Römer, der glaubt wirklich, er kann mich kriegen. Hannibal mit Kavallerie. Geil. Das ist sehr sinnlos. Oh ja, der ist nice, der Treffer. Oh. Sehr schön. Da hast du aber ordentlich was geholt gerade. Ja, jetzt muss ich aber hier meine Map-Awareness behalten. Oh, der schießt tatsächlich noch auf mich. So, Cäsar, einfach nur wegen deinem Namen. Nachher musst du als erster in Rubicon passieren. Ja. Genau. Absolut. Ich hab da Piken gefunden. Die stehen da einfach so rum in ihrer Base. Auch nicht schlecht. So, wir haben gleich Architekti bei uns. Ich nehme an, der baut die hier auch auf. Oh, die Schleuder sind tot. Ja, da sind nur noch so klägliche Reste über. Ich werde den Teufel tun und da auf die Testudo schießen. Wenn der Cäsar ein bisschen mit mir auf die rechte Flanke rüberrückt, dann schieße ich die Kaff weg. Ja. Die kommt nämlich jetzt auch rüber, da muss ein bisschen für mich deffen. Ich habe den auch gleich in Range, das dauert nicht mehr lang. Also ich habe alle Gegner gefunden, die es gibt. Ah, sieht man, hast ordentlich Punkte gemacht. 2300 ja, die Kraft kommt gleich. Ich habe noch nicht irgendwas angegriffen, ne? So, jetzt geht's los hier. So. Ich bin in den Rücken hier. Sehr schön. Fix vielleicht ein bisschen Friendly Fire von mir. Also bis jetzt ist es für mich so eher so ein Reitsimulator. Ja, bis jetzt ist es ein Laufsimulator. Ich bin jetzt einmal um Rubicon rum, ne? Ist nicht viel los gewesen. So, ich schieß mal die Schleuderer im Zentrum weg. Ah, shit, den erwische ich nicht mehr. Oh, was? Die Architekt hat mit den Schleuderern überlebt. Okay, nice. So, ich werde mal hier mal in den Rücken. Achtung, da steht in so ein komischer AFK-Spieler vor mir und baut jetzt wahrscheinlich meine Steinchen weg. So, komm schnell nochmal, ich will dem nochmal in den Rücken schießen. Ich bringe hier die ganze Zeit alles nur durcheinander beim Gegner. Mehr tue ich gar nicht. Das ist eigentlich auch aber eine sehr wichtige Aufgabe fürs Spielen zusammen. So, Cäsar, ich stell mir mal hinter dich, da kommt die Kaff, ne? Mach nochmal bitte dicht. Ja. Rück nochmal ein bisschen weiter ins Center rein. Zu dir. Genau, schick mal, ja, guck, dass ihr so ein bisschen deft. Genau, das ist sehr schön. So, ich fange die mal mit der Kaff ab hier. Von mir. Wie gesagt, also versucht, falls ein bisschen Friendly Fire dabei ist, damit zu leben. Kein Problem. Okay. Scheint ja sich nicht für dich zu interessieren, die Kaff. So, dann schieß mal schön auf die. Ich hab da jetzt ordentlich. Schieß jetzt nicht auf die Kaff, weil da Kaff von uns drin steht. Feinde scheinen über die Flanke vorzubekommen. Ist ja auch nicht mehr so viel zu sehen. Oh, da kommt. Was kommt da? Kommt da? Da kommt eine Kynane mit Hopliten runter. Und Bogenschützen. Bogenschützen dabei, nein. Die warte ich schon die ganze Zeit, aber ich darf nicht. Dafür darf ich jetzt. Obermies und charakterlos. Unsere Männer werden angegriffen. Das bringt nichts, auf die Flanke zu laufen. Ich kann nämlich meine Range erhöhen. Boah, Alter, nimmt die Beine in die Hand. Junge, das war's dann aber. Güter, wenn es so weiterläuft, brauchst du keine zweite Schlacht für Tier 6. Das ist wohl wahr. Da bin ich jetzt gerade aber selber ein bisschen baff, ne? Läuft richtig gut. Geh noch ein Stück bin vor. Ganz begeistert. Hat der da Kampf im Schatten? Ah, der geht ja gar nicht mit der, mit dem, mit der, ja. Komm hier, da noch ein schöner Treffer in den Rücken. Oh, nice. Oh, Alter. Ah, das tut so weh. Weißt du, ich bin die Arti des kleinen Mannes hier, ne? Oh, warte mal, der Römer flüchtet.
Das geht aber gar nicht. Ja, der war gerade gemein zu mir, tut ihm weh. Er hat ja, verdient. Aber oh, der ist tatsächlich sehr schnell unterwegs. Wir könnten jetzt fast überlegen, ob wir rübergehen wollen. Ich würde es mal. Ich würde noch ein Momentchen abwarten. Läuft das mit den Hunden bei dir, Murp? Ja, das ist gar kein Thema. Okay, gut. Dann würde ich sagen, also die Frage ist, wollen wir rechte Flanke rushen oder wie machen wir es? Zentrum ist alles frei, bis auf die Piken dort. Du Cäsar, kannst du so ein bisschen Vision mal geben und nur gucken, ob da nochmal was steht. Also deine Einheit, die so ein bisschen vorgezogen ist. Also du hast von mir auch ein bisschen Feuerschutz. Das sieht aber... Okay, gut, der campt tatsächlich offenbar in der Base. Dann können wir sogar überlegen, ob wir Center rushen, ne? Sollen wir machen, Korn? Einige machen wir. Ich geh schon mal rüber. Nee, warte mal. Warte noch ein bisschen. Der hat noch fünf Kaff-Einheiten. Und nach Adam Riese sind da zwei fast tot. Das heißt, er müsste noch drei halbwegs intakte haben. Okay, jetzt können wir mal so langsam darüber singeln. Ja. Die Base ist safe, da ist auch keine Kaff mehr. Ich versuche mich so ein bisschen vor dich zu mogeln hier. Das ist die Kaff, die wir gesucht haben. Oh nein. Ach, die war getarnt, oder? Dein Jungs überlebt das nicht lange. Ich halte das noch drin. Halt das noch durch, aber genau, geht da mal rein. Der macht sonst kriegt der... Oh, meine Kynane ist tot. Schade. Der erste Trupp flieht. Schlecht. Ja, geht da rein. Siehste, ne? Der älteste Trick der Welt hat geklappt, aber ich habe tatsächlich keine Map-Awareness mehr gehabt da hinten. Ich verfolge jetzt gerade hier noch die Kavallerie, die da reingecharged ist und abgehauen. Hau da jetzt gerade raus ab. Schön noch ein bisschen Punkte farmen zum Schluss wenigstens. Aber siehst du, was ich meine, ne? Das ist total gefährlich. Wenn du da jetzt weggelaufen wärst, wäre ich komplett weg gewesen. Das stimmt. Ja, absolut. So, der eine Typ da, der kriegt noch eine Jagd von mir. So, die Kaff ist weg. Eine Jagd von mir. So, die Kaff ist Geschichte. Okay, super. Ne, aber ich hab doch was, also es ärgert mich jetzt gerade. Ich hab's doch gewusst, dass da irgendwo noch einer ist. Oh, da kommt Schlagkämpfer. Ich gerade tierisch ab, dass ich das nicht auf dem Schirm hatte. Mal gerade ein bisschen in diesen Römer. Gaius, hilfst du da gegen die Barbaren? Das wird jetzt übrigens noch gar nicht mehr so trivial, ne, wenn wir das jetzt wirklich angreifen wollen. Also ich cap jetzt hier mal, einfach um sie zu nerven, mal gucken, ob einer dumm genug ist, rauskommt. Genau, nerv mal ruhig noch ein bisschen. Ich habe ja noch ein bisschen was über, womit ich auf seine Inf schießen kann. Ich glaube, wenn du den Piken hier drüben im Rücken schießt, dann sind die schnell weg. Ja, deswegen musst du da ein bisschen mich auf der Flanke da verteidigen. Ja, ich stell mich schon hin. Ah, fuck! Warum rennen die denn da so rein? Das darf ja wohl nicht wahr sein. Meine Einheiten sind gerade voll in die Piken rein, obwohl ich gesagt habe, greift bitte die Schleuderer an. Ja, das war ja gerade lame. Alter, ich krieg die Steinschleuderer nicht mehr weggebölzt, ne? Den letzten Mann. Ja, das ist nur noch einer. Oh, gib ihm. Jetzt war's. So, ich schieße jetzt mal die Piken da runter. Feuer von Zentrieren. Von Trenfieren. Die Befehlshaber ist gehimmelt. Ah, da ist nochmal der Arminius, der... Ärgert da die Architekt, die. So, dann hat er nochmal einen reingeladen. Ich hab noch einen Trupp bei dir. Das ist ja nicht routed, ey. Oh, jetzt bin ich aber hier ordentlich im Sandwich. Hui! Ja, ich nehme jetzt 10 ruhig das Lager ein hier. Oh, die haben mich aber gerade. Echt ordentlich dran gekriegt, die Jungs hier. Die bauen hier richtige Fallen auf. War knapp.
Hilf uns Artemis. Warum sagt die immer Artemis? Kann die Kynane kein Griechisch oder was? Die Kynane kann kein Griechisch. Ist ja auch eine Makedonin, ne? Ja, ja, genau. Die wurden ja auch als Barbaren angesehen. Oh, stopp, sorry. Conny, pass mal auf, da Piken machen dich sonst zu, verarbeiten dich sonst zu Hackfleisch. Ja, ich schau gerade ab. Danke. Also du gehst jetzt da lang. Okay, warte, dann stelle ich mich nämlich jetzt hier so auf die Flanke und dann mal so ein bisschen von schräg nach quer. Oh, warte mal. Hey, 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 hey. Schwester, lauf da mal nicht in die Pike. Zurück. Ja, jetzt haben wir gleich gewonnen. Jetzt geht's in die Piken rein hier. Punkt gewonnen. Jawohl. Das hat ja meist Punkte geregnet zum Schluss. Uff, da. Ja, da könnt ihr aber froh sein, dass ihr mit so einem Pro-Gamer wie mir hier zusammen ja, da hat die Kynane gezeigt, was sie kann. Ja, ich glaube, meine Zuschauer haben recht, ich kann mit der doch besser spielen als mit den anderen. Ne? Ja, sah auf jeden Fall ziemlich gut aus. Oh, 3000 Punkte, das können schon fast gelangt haben für Tier 6. Aber hier, der Corny. Nice. Ui, ich bin auch direkt dahinter gekommen. Ja, Mist, 1000 Punkte brauche ich noch. Machen wir noch eine? Ja, klar. Natürlich. Ich bin nochmal breit. Ja. Also, wenn ich meine Einheiten nicht alle gegen diesen ätzenden Arminius da verloren hätte, dann, ja. Aber zum Glück war es nur ein Arminius, ne? Wenn das jetzt ein Alex oder so ein Scipio gewesen wäre, dann hätte ich da mehr Einheiten verloren, glaube ich. Aber muss ich mir nachher noch mal den Replay angucken, ob er getrampelt hat, weil ich glaube, er hat nicht getrampelt oder nur einmal oder dann so. Dann war es ein Fehler. Wenn er getrampelt hätte, hättest du es richtig gespürt. Bei der Masse, die wir dort auf dem Fluss hatten, hätte es sich das richtig gelohnt, das Trampeln. Ja. Also ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich habe da irgendwann, also ich habe zu einem Zeitpunkt nur noch kleiner werdende blaue Balken und ganz viele rote Zahlen gesehen. Ja. Aber ich fand es interessant, wie die sich so richtig hart eingekämmt haben. Ja, krass. Ja. Der Punkt ist eigentlich der, wenn wir jetzt hier quasi nicht in einer reinen Random-Gruppe gewesen wären, hätte ich eigentlich empfohlen, einfach, ja, die sollen kommen, die verlieren aussitzen, eh. Ne? Ja, richtig, ja, genau. Auch wenn es eine Viertelstunde dauert, aber die unter Umständen hätte es sein können, wenn wir jetzt zum Beispiel dich verloren hätten, genau, dann hätten wir keine Chance gehabt, dann Zugriff zu bekommen. Wäre der Captain nicht so möglich gewesen. Genau, ne? Weil dir fehlt der Fernkampf, du kannst nichts rausschießen und dann kommst du bei diesem Peak nicht rein. Genau, wir hatten noch die Architekti, da hätte man vielleicht noch was machen können, ne, mit ein bisschen Vision und so, ne, aber ja, das ist tatsächlich, ne, mit dem Psyloi irgendwo rumzurennen, solange da noch Kaff unterwegs ist, ist es halt immer gierig, ne. Ich würde hier vorschlagen, auch nochmal so eine ähnliche Position, hier vielleicht sogar will einer den vorderen Watchtower capturen? Ich mach das. Ich komm mal dann mit dir mit auf der Seite rechts und ziehe mich dann so ein bisschen in die Mitte und ich würde vorschlagen, wir halten uns so ein bisschen auf der rechten Flanke auf. Ja, also schön in den Wald rein. So, ja, was heißt schön in den Wald rein? Da muss der Cäsar aufpassen und du natürlich auch, ne? Aber ich würde sagen, auf jeden Fall hier diesen Watchtower vielleicht deffen und dann immer schön ins hohe Gras reinballern. Dann lassen wir ihn überhaupt mal einfach zuerst losgehen. Genau. Also ich 9, bin auch, ne? mit der Arminius-Kaff prädestiniert, ne? Für diese Aktion. Definitiv, du kriegst das als allererster, ne? Es sei denn, die haben auf der anderen Seite jetzt einen Tier-6er, der ist noch schneller als ich. Du so und ich werde mich hier so orientieren. Jetzt sieht das wahrscheinlich so aus, als hätte ich einen Penis gemalt, was ich tatsächlich noch nie getan habe. Das wäre aber ein sehr ungesunder. Ja, also ich bin dann noch so ein bisschen jungfräulich, was das angeht. Oh, wir haben Elefanten dabei. Oh nein. Lager ein oder macht sie nieder. Laufschritt. Rennt sie um. So, ich stelle mich jetzt erstmal hier mit ein paar Einheiten dahin. Ja, genau, mit den zwei da oben deffen, mit der einen durchpushen. So ist das eine sehr gute Idee. So von Taktik her. Ich habe zwei Männer verloren, weil sie gegen eine unsichtbare Wand gedonnert sind. Oh nein. Aua. Da ist nix. Oh, das ist aber. Ja, dann, dann. Nein, ich korrigiere mich. Ich war zu schnell. Ja, wahrscheinlich. Der erste Treffer geht an den Feind. Das ist ein Kälte da hinten, ne? Der hat kein Schild, weil unniges. Den kannst du wegbolzen, ja. Da unten kommen Bringcaps. Der kriegt gleich hier. Oh, da kommt ganz viel Kaff. Riechen Kaff? Kannst du mich noch deffen? Dann schieße ich noch einmal auf den Kelten da hinten. Und noch mehr Legionäre. Oh Gott, die Griechenkraft. Die kann ich nicht abfangen. Was?
Schieß auf die Griechenkaff, genau, wenn du auf sie schießen kannst. Es tut ihnen richtig weh. Ja, leider so ein bisschen da die, den Angriff verdummbeutelt, aber. So, ich bin gleich da. Ich mal noch ein bisschen vor, wir haben ja noch hier den Watchtower, ne? Noch haben wir ihn. Genau, Kauni, geh du rechts vor ihm hin, ich gehe so links. Also wenn Kaff kommt, habe ich ja immer noch die Chance, ihn für dich abzuwehren, genau. Lauf ein bisschen vor. Oh, ja. Oh, Architekt, die. Ja, dann lass da mal pushen, die schieße ich dir sofort weg. Ich gehe jetzt mit zwei Kavallerien denen in den Rücken. Ich gehe mit zwei Kavallerien denen in den Rücken. Ich gehe mal ins Feld rein. Da hat's Kavallerie, Griechenkaff. Oh, ich ja, sehe, ich schieße noch schnell die Architekt, die weg. Oh, ist ja geil. Das ist richtig gut. Wow. Oh, da kommt noch mehr Kaff-Mörb. Achtung, die kommt in deinen Rücken. Genau, machen wir nach vorne dicht. Machen wir nach vorne dicht. Ich schieße noch auf die, andere Arten. Der pennt voll. Ja, der baut wahrscheinlich noch Steaks oder irgendwie so ein Zeug auf. Danke für die Warnung. Ist jetzt Geschichte, ist sehr gut. Wir haben Elefanten da. Ich hab dich doch gewarnt vorhin, oder? Ja, ich sag ja, danke für die Warnung. So, ich nehme an, hier oben ist irgendwo Infanterie hochgeritten. Achtung, da kommt der Griechenkopf durch den Wald hoch. Mach sie weg, ich höre auf zu schießen. Ah, das ist Achtung, Conny, du standst gerade so ein bisschen vor mir. Ich hab nichts abbekommen. Lass mich noch einen Moment runter. Lass mal noch so ein bisschen runter pushen. Hier so auf diesen Weg, dann kann ich nämlich die Kaff da noch ausnocken. Ich lasse jetzt mal den Turm, ich lasse jetzt mal den Turm fallen, ne? Ihr seid zu weit vorne, es bringt eh nichts mehr. Ja, dann sollte Gaius mal das vorrücken, dass er das nicht vor. Ja. Oh, Achtung, ich verliere Vision, genau. Hier hinten haben wir Krieger, ja. Nur als Info. Ja, die ignorieren wir jetzt am besten. Die können gerade eben nicht. Wir wissen, die rücken jetzt wahrscheinlich vorne unsere Base, aber ansonsten können die uns egal sein. Ich glaube, wir capturen schneller. Ja, wir sind auch schon sehr weit vorne. Ich komme mit in die Mitte runter. Ich nehme an, da braucht die mehr Support. Die Elefanten haben wir nicht. Die muss da. Hier links. Wir könnten übers Feld kommen. Ich werde mal ein bisschen zurückbleiben. Ja, ich schieß mal noch einmal drauf. Erzähl mir es nicht mehr. Ja, ich bin gleich da. Dann kann ich ein bisschen decken. Ich nehme mal den nächsten Watchtower und guck mal, was uns also so erwartet jetzt hier vor der Base. Warte, lauf nicht so weit vor. Lauf nicht so weit vor. Da ist nix, Leute. Nix. Ja, dann lass die Base pushen. Hat er noch Fernkämpfer? Ich sehe, der hat noch drei Bogenschützen irgendwo. Sind die in der Stadt? Sind die in der City? Ja, in der Stadt. In der Stadt sehe ich. Ja, gut, dann können die nichts machen. Dann, dann rushen wir jetzt hier die Base. Ich deck euch mal den Rücken, ja? Ja. Sehr gut. Ich bin jetzt auch schon mal kurz mal in der Base drin. Yeah, ich habe 4 Offensivpunkte gemacht in diesem Match. Ich habe bis jetzt auch wieder nur unterstützt im Grunde. Ja, aber es ist halt wichtig fürs Team. Ja. Ja, ich weiß. Oh ne, da komme ich nicht hinterher, das sind Krieger. Shit, nee. Da habe ich jetzt keine Chance mehr. Soll ich weiter campen oder soll ich rausgehen? Ah, jetzt bleib ich weiter drin. Ist easy. Komm, Achtung, Conny, kommt alle rein. Cäsar, wenn du da vor mir langläufst. Ja. Kommt alle rein. Am besten Gönner du auch gleich weiter durchlaufen. Jo. Oh nein, einer unserer Verbündeten hat uns aus dem Channel verlassen. Okay, ja, dann gehe ich mal zum Cap, ne? Genau. Ich glaube, den haben wir auch, den Römer da, den haben wir auch stark genug angebolzt, dass er da nicht mehr so viel machen kann. Der hat genug Spaß mit den Elefanten und rafft nicht, dass er gegen die keine Chance hat. Richtig. Die Elefanten haben sehr viel Spaß mit ihm. Gut, er hat mit einer Einheit, er müsste mit allen Einheiten Vengeance anmachen, eine Chance. Haben wir auch Corny, ne? Ja, jetzt regnet es noch ein bisschen Punkte. Ja, jetzt ist das Lager gleich eingenommen. Ja, nice. Good Sehr job, schön. Jungs. Good job. Yes! Ich hab grad was gesehen. Oh. Aber ungewöhnlich auf diese Art. Dass ich hier mit so einem Pro-Gamer zusammenspielen darf. Das ist ja toll. Nee, ich hab ja eigentlich relativ wenig gemacht, außer unterstützt. Du kannst ja mit Arminius ja auch teilweise. Das hat auf jeden Fall gut Punkte geregnet. Ja, definitiv. Nee, du kannst und, ja mit Arminius ja unglaublich viel auch also Cap, ne? Offensivpunkte machen, wenn du die richtigen Einheiten erwischt. Ja. Guck mal, 1900 Cap-Punkte, 1975 Unterstützungspunkte. Das ist schon ein Haufen Zeug, ne? Das ist einiges, ja. Jetzt wird's Zeit für Kynana aufzuleveln. Oh ja, der Kynana ist tatsächlich schon hochgelevelt, nur die Einheiten noch nicht. Aber Ad Cursum 3 erhalten.
Was ist denn das? Hallo, bin wieder da. Buonasera. WB. Ihr Akschambler. Nehme ich nochmal den Rat des Archimedes? I think so. Ich würde sagen, wir machen an der Stelle auch mal einen Cut, ne? Weil wir haben so eine halbe Stunde gleich voll. Jo, ja, 25 Minuten haben wir, ne? Oh Gott, das ging ja schnell. Ja, zwei Gefechte, ne? Schlecht, auf jeden Fall. So, dann geben wir Kynane mal ein paar Punkte, ha? Vergeben der Punkte würde ich dann sagen, war dann doch gleich auch mit einem älteren Part. Freue mich auf jeden Fall schon mal, dass ihr dabei wart und zugeguckt habt und hoffe natürlich auch, dass bei der nächsten Battle wieder dabei seid. Wir versuchen euch ja nach besten Möglichkeiten hier zu unterhalten. Und dann bedanke ich mich schon mal jetzt ganz herzlich bei euch fürs Zugucken und freue mich auf das nächste Let's Play Intermezzo mit euch. In diesem Sinne Pax Vobiscum und Valete. Ich bedanke mich auch nochmal ganz herzlich bei den anderen mit. Jetzt ist er weg. Ja. Ja, dann auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.